war ja nichts da, als mein Vater anfing. Er hatte weder Kapital noch ein großes Netzwerk, sondern nur den Willen, etwas aufzubauen, selbstständig zu werden. Und dann ging es buchstäblich los mit so einer Ölkanne. Und so ist er damals mit dem Fahrrad auch durch den Mannheimer Hafen geradelt und hat dort die ersten Spediteure aufgesucht und besucht. Also das war absolut bodenständig und war prägend im Sinne der Kundennähe. Und was ja auch interessant ist, dass dein Vater eigentlich von Anfang an auf Technologie geschaut hat. Er hat ja nicht nur Öl verkaufen wollen, sondern er wollte auch einen Mehrwert schaffen und beim Kunden und dadurch eben den Blick auf Technologie und die Prozesse, auch so wie wir es eben auch heute noch machen. Da war ein Schritt, war die erste Produktion dann, also nicht mehr nur der Importhandel. Das war im Jahre 36 und dann kam 10 Jahre später der erste Chemiker. Das war so ein Schlüsselereignis. Im Jahr 1959 war ja dann ein Schicksalsschlag für die Familie und du hast mit 20 Jahren auch deinen Vater verloren. War bestimmt schwierig. Das war ein Schock für die ganze Familie. Ich hatte ursprünglich ja andere Jugendträume. Mich hat die Kunst schon immer fasziniert, aber dann kam dieses Erlebnis des Ernstes der Familie. Ja, du hast ja aber immer eine Vision gehabt, du wolltest ein Global Player werden, du wolltest das Geschäft global ausbauen, du warst ja immer früh in den Märkten. Also das Bemühen um Exportmärkte ging ja bereits zu Lebzeiten meines Vaters, des Firmengründers, los. Und da waren es eben die europäischen Nachbarmärkte, die bedeutend waren und immer traditionell nah am Mittelost. Und der frühe Gang, also Mittel- und Osteuropa, wir haben ja heute in Polen ein Flaggschiff, auf das wir stolz sind, auch in Russland eine große Gesellschaft, das war auch sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, maßgebend war, dass du 1985 nach China gegangen bist. Der Gang an die Börse war natürlich wahrscheinlich in der Familie auch ein heißes Eisen, wie man heute so sagt. Das war keine einfache Entscheidung, aber es war klar, wer wachsen will, muss das Wachstum auch finanzieren. Und ich glaube, das war eine ganz wichtige Weichenstellung für die weitere Entwicklung und hat geholfen, das Unternehmen eben vernünftig zu fundieren. Ich sage meinen Kindern immer, dass ich wahrscheinlich kein einfacher Sohn war. Ah doch, ein wunderbarer Sohn. Und so wollte ich eigentlich nicht in die Firma kommen, aber ich glaube, das Gute war, nach dem Studium 1994 drei Monate in die USA zu gehen. Und da habe ich das Geschäft lieben gelernt, weil ich 3 Monate nur mit dem Vertrieb draußen war, habe gesehen, wie vielfältig die Anwendungen sind, wie breit gefächert es ist. Und da habe ich eigentlich gedacht, das ist wirklich toll. Habe im selben Abendzug meiner Frau noch einen Heiratsantrag gemacht. Daher war 1994 ein wichtiges Jahr. So ein Jubiläum ist ja immer auch ein Zeitpunkt, wo man nicht nur zurückschaut, sondern in die Zukunft schaut und sich Fragen stellt, wie alles weitergeht. In den Themen haben wir eigentlich vieles weitergeführt, wo wir gesagt haben, es geht nur mit der stringenten Internationalisierung. Wir haben wirklich China immer stark gepusht mit unseren Werksneubauten dort. Uns war ganz wichtig, dass wir auch die Forschungs- und Entwicklungshoheiten auch in den USA und in China haben. In den letzten Jahren um die 600 Millionen Euro investiert in die eigenen Werksanlagen. Und dann war ganz interessant, im Jahr 2018 haben wir die Reise Fuchs 2025 begonnen, weil wir halt gesagt haben, die Welt verändert sich dramatisch. Es geht ja mit der Automobilindustrie einher, mit dem ganzen digitalen Thema. Und da haben wir gesagt, es bedarf auch bei Fuchs eines neuen Denkens und einer neuen Haltung. Und da haben wir gesagt, wir beschäftigen uns jetzt mal intensiv mit den Themen Struktur, Strategie und auch Kultur. Wo wollen wir denn in 5 Jahren sein? Wie wollen wir da hinkommen? Was sind die einzelnen Schritte? Unsere Vision ist ja being first choice. Wir wollen eigentlich die erste Wahl sein. Wenn jemand an Schmierstoffe denkt oder Reibungsprobleme hat, sollte er an Fuchs denken. Egal, ob das in China ist oder in Nordamerika oder in Polen und in Deutschland. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist die Nachhaltigkeit. Wir sind jetzt CO2-neutral zwischen unseren Werkstoren. Wir wollen auch CO2-neutral sein bei den Rohstoffen, die wir einsetzen. Es geht ja auch schon Jahrzehnte zurück. Die Entwicklung nachhaltiger Schmierstoffe und Funktionsflüssigkeiten. Und das gilt ja auch sozial und ökonomisch. Es lag uns immer am Herzen, die Dinge langfristig zu sehen und uns auch zum Gemeinwohl zu bekennen. Und das tut das Unternehmen ja nach wie vor mit großem Engagement. Was für uns wichtig ist für die Zukunft, was sich deutlich verändert hat, ist das ganze Thema HR, Personalpolitik.
weil der Mitarbeiter einfach eine zentrale Rolle spielt bei uns, so wie das Thema IT. Wir haben ja auch Fuchs Goes Digital ausgerufen. Ansonsten glaube ich, haben wir einen guten Plan nach vorne und nutzen die Chancen, die wir haben und gehen mit den Risiken bewusst um, die es eben auch gibt. Na großartig, dann kann es ja weitergehen.